Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Wir hatten wirklich gestern eine sehr, sehr intensive, denke ich, Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für das Vertrauen, Peter, von dir, von den Ältesten. Es war wunderschön, gerade eben zusammen zu beten, denn was wir wirklich brauchen, ist die Hilfe des Herrn, um sein Wort zu verstehen. Ich fand das sehr, sehr gut, Peter, wie du das auch gesagt hast. Wir können die Dinge, die geistlichen Dinge nicht verstehen, auf natürliche Art und Weise. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Ja, für mich ist es eine schöne Situation auch, Gesichter zu sehen. Oft sehe ich so eine Kamera da. Ist nicht so ganz mein Ding. Und das Gute ist, ihr könnt nicht wegklicken. Ich hab euch. Zumindest für 2 Stunden, hatte Peter mir gesagt. Wir hätten 2 Stunden. Nein. Ja, den Vers, über den ich heute predigen möchte, ist in Jesaja 32. Jesaja 32, Vers 17, da steht: Jesaja 32, Vers 17, das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Du denkst jetzt vielleicht, oh, interessanter Vers. Klingt harmlos, oder? Klingt vielleicht auch nicht so spannend. Aber gerade in unserer Zeit ist Gerechtigkeit uns unheimlich wichtig, oder? Gerechtigkeit hat gerade Hochkonjunktur, würde ich sagen. Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Wir wollen Gerechtigkeit zum Beispiel für die Ukraine. Wir denken, denen steht Souveränität zu. Wir wollen Gerechtigkeit für alles Mögliche, für Frauen, für Kinder, für Tiere, für Nawalny, für weiß was ich was, für alle möglichen Dinge. Schreien wir Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist uns wichtig. Gerechtigkeit ist uns so wichtig, dass wir extra eine Statue gebaut haben für die Gerechtigkeit. Ihr könnt zu uns kommen nach Bern. Da findet ihr in der Gerechtigkeitsgasse, da findet ihr eine Statue, die habe ich jetzt vor ein paar Wochen entdeckt. Und da steht diese Justitia, die kennt ihr alle. Die hat auf der einen Seite hat die so eine Waage, damit wägt die ab, beurteilt Dinge. Und auf der anderen Seite hat die ein Schwert, damit verurteilt die Dinge. Und dann hat die noch so eine Kopfbinde auf, damit die das macht ohne Ansehen der Person. Und wir denken uns, ja, super Konzept, oder? Gut, dass wir die Justiz hier haben. Okay, dann wenden wir vielleicht mal die Justiz hier auf dich an und lenken das Schwert auf dich. Und jetzt denken wir, nee, warte mal, wir wollen Gnade. Wir wollen keine Gerechtigkeit, wir wollen Gnade. Gerechtigkeit ist ja immer für die anderen und Gnade für uns. Und heute will ich über eine Person sprechen, die gesagt hat, die Verurteilung für mich und die Gnade für die anderen. Wenn ihr mich sucht, lasst die anderen gehen. Und das ist Jesus Christus. Er allein soll heute erhöht werden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und deswegen werden wir kurz beten, damit der Herr das tun kann. Herr, wir bitten dich, dass du heute sprichst durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit und was wir hören möchten, Herr, ist die Wahrheit und nur die Wahrheit. Wir möchten, dass du strahlst und vor allen Dingen, dass deine Gerechtigkeit strahlt. Deine Gerechtigkeit wird einmal die Erde bedecken, Herr, wie das Wasser das Meer. Herr Jesus, wir möchten aber sehen heute, dass deine Gerechtigkeit uns heute schon bedeckt. Und wir bitten dich einfach durch den Heiligen Geist, dass du zu unserem Geist sprichst und dass du hoch erhoben wirst. Amen. Ja, vielleicht um das Thema einzuleiten. Es gibt
ein gewisses Grundproblem, wenn du durch das Alte Testament gehst. Und das fällt einem vielleicht oberflächlich nicht auf, weil wir schon das Neue Testament kennen. Aber ich möchte einfach mal kurz zu 1. Mose 15 gehen und 2. Samuel 12. Da steht in 1. Mose 15 zuerst, dass der Abraham, der glaubte dem Herrn, und dann rechnet Gott es ihm zur Gerechtigkeit. Das ist die erste Erwähnung der Gerechtigkeit in der Bibel. Wenn man darüber nachdenkt, könnte man sich denken, wie funktioniert das denn? Da glaubt jemand etwas und dann wird der plötzlich als gerecht erklärt. Das klingt nicht unbedingt gerecht. Es wird noch krasser in 2. Samuel 12. Die Geschichte ist, dass der David mit einer Frau schläft und dann wird diese schwanger. Darauf tötet David den Mann dieser Frau, der einer seiner treuesten Soldaten ist. Der Prophet kommt zu Nathan, kommt zu David, verurteilt ihn. Der David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann sagt der Nathan zum David, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben. Und ich stelle mir jetzt vor, wie die Eltern dieses Mannes, der gestorben ist, das ist der Uriah, sagen, wo bitteschön ist das denn gerecht? Der hat meinen Sohn umgebracht und dann sagt er, ich habe gesündigt und der Prophet sagt, alles gut, du wirst nicht sterben. Gerechtigkeit wäre, dass David stirbt. In Hebräer 8, Vers 12, in Bezug auf Israel, ich werde ihrer Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wieso kann Gott gnädig sein und nicht ungerecht? Und die Antwort ist in der Gerechtigkeit Gottes. Und heute will ich etwas zeigen, was uns vielleicht nochmal ganz neu die Herrlichkeit Gottes zeigen kann und uns nochmal ganz sicher machen kann in unserem Heil. Wir denken oft, dass Gnade etwas Wunderschönes ist und Gerechtigkeit nicht ganz so was Gutes ist. Besonders, wenn es um uns geht. Und ich hoffe, dass wir heute sehen werden, dass das Werk der Gerechtigkeit Frieden sein wird. Zuerst in Beziehung zu Gott und dann in Beziehung auf unsere Mitmenschen, unser Zusammensein. Ja, das sind die zwei Punkte, über die ich reden möchte. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein in Beziehung zu Gott und auch untereinander. Und die Gnade, die herrscht durch Gerechtigkeit. Also wir fangen an zuerst in Beziehung zu Gott. Wenn wir über unsere Beziehung als Christen zu Gott nachdenken, dann denken wir an was? Wir denken an das Evangelium. Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Und in Römer 1, Vers 17, da steht, dass Gottes Gnade im Evangelium geoffenbart wird. Wo sind die Reformierten hier? Ihr müsst aufschreien. Wir können den Römerbrief nicht zerpflücken. Das steht da nicht. Es steht da nicht, dass Gottes Gnade im Evangelium geoffenbart wird. Das ist gerade der Punkt vom Römerbrief. Da steht, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Ist das neu für dich? Dann wird es spannend. Wir haben gestern schon gesehen, dass der Römerbrief uns drei Probleme zeigt, die wir haben als Menschen. Und ich möchte heute nicht über das Wesen Gottes reden, sondern das Ganze anschauen unter der Gerechtigkeit. Die gestern da waren, es wird euch helfen, noch tiefer einzusteigen in das, was da wirklich gesagt wird. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Das erste Problem, was wir hatten, als wir noch nicht Jesus Christus kannten, uns ihm anvertraut haben, das ist, dass wir gesündigt haben. Und was hat Gott gemacht? Gnade? Nee. Ja und nein. Aber der Punkt im Römerbrief ist nicht seine Gnade, ist die Gerechtigkeit. Was hat er gemacht? Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst begnadigt? Nein. Und werden umsonst
gerechtfertigt durch seine Gnade. Werden gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut. Jesus Christus ist stellvertretend am Kreuz für dich und mich gestorben und hat uns damit zugedeckt durch sein Blut, unsere Sünden zugedeckt. Was wir tun müssen, ist glauben. Das heißt, unser Vertrauen darauf setzen. Und das bedeutet dann, dass Gott uns rechtfertigt. Nicht, weil wir etwas getan haben, jetzt kommt's, sondern weil er gerecht ist. Er zeigt seine Gerechtigkeit darin, dass er uns rechtfertigt. Dass er sagt, ich habe meinen eigenen Sohn gesandt und er ist für dich gestorben und ich decke zu und weil ich zugedeckt habe, ist das gerecht, dass du vor mir stehst, als hättest du keine einzige Sünde begangen. Das ist nicht einfach nur sagen, du hast zwar die Sünde begangen, aber ich bin gnädig. Sondern Gott sagt, mein Sohn hat bezahlt für deine und meine Schuld, für alle Schuld. Und wenn eine Sünde einmal bezahlt ist, dann wird sie kein zweites Mal bezahlt. Deswegen kann ich dich nicht verurteilen, weil ich gerecht bin, sagt Gott. Seht ihr, was das für eine Sicherheit uns gibt? Dein Heil ist verankert in der Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen kommt Gottes eigene Gerechtigkeit, wie der Römerbrief sagt, auf uns. Wir sind zugedeckt. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden. Wer will dir diese Gerechtigkeit nehmen? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gnädig. So ist Gott treu und gerecht. Er ist gerecht. Er sagt, ich muss es machen. Er ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wie wunderbar ist das? Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber er ist gerecht. Wenn eine Sünde einmal gerichtet worden ist, wird sie kein zweites Mal gerichtet. Du sagst, ja, aber alle Sünde, alle Ungerechtigkeit. Wunderbar. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen, hat er in Ägypten gesagt. Die Sache ist geklärt. Und die Gerechtigkeit ist nicht gegen dich, sondern die Gerechtigkeit ist für dich. Ich hoffe, dass wir anfangen, geistig zu verstehen, dass Gerechtigkeit etwas Wunderschönes ist. Luther, ja, der geistliche Vater eigentlich von uns allen, der hat diese Gerechtigkeit gesehen und er hat gesagt, ich hasse diese Ungerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die ist gegen mich, ich kann sie einfach nicht erlangen. Ich kann fasten, wie ich will, ich kann auf dem Kloster rumrobben, wie ich will und ich bekomme sie nicht. Und irgendwann hat er gemerkt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Gerechtigkeit, die spricht für mich, die ist für mich, die ist überhaupt nicht gegen mich. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Der Graf von Zinzendorf, der schrieb im Jahr 1739, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Das zweite Problem ist, du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder gewesen. Was hat Gott gemacht? Wir würden jetzt eigentlich sagen, ja, er hat Gerechtigkeit geschaffen durch Gnade. Nein, die Gnade herrscht wieder durch Gerechtigkeit. Gott lässt nicht fünfe gerade sein. Die Lösung für den Sünder, das haben wir gestern auch gesehen, das ist der Tod. Und weil wir eins gemacht worden sind, Römer 6, mit seinem Tod, ist es gerecht, uns leben zu lassen, oder? Ein Sünder, der tot ist, der muss seine Strafe nicht mehr absitzen. Es ist ungerecht, einen toten Sünder irgendwo in ein Gefängnis zu sperren. Das Gesetz sagt, wenn du das nicht tust, dann wirst du sterben. Und wenn du tot bist,
dann musst du die Strafe nicht mehr absetzen. Römer 6 sagt, denn wer gestorben ist, ist frei gesprochen von der Sünde. Das heißt, Gott identifiziert uns mit dem Tod von Jesus Christus und die Bibel nennt es der alte Mensch. Ja, das, unsere Existenz, die wir in Adam waren, die ist weggeschaffen. Du bist kein Sünder mehr. Du bist mit Christus gekreuzigt, gestorben mit ihm, begraben und dann ist die Gerechtigkeit, dass du auch wieder mit ihm auferstehst. Wir leben in einer neuen Welt, in einer Auferstehungswelt als Christen. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Nicht nur, dass wir da jemanden haben, der uns was Wunderschönes vorgelebt hat und wir hinterherlaufen müssen und ungefähr so leben müssen wie der. Absolut nicht. Wir sind eins gemacht im Tod mit ihm und wir dürfen mit ihm auch auferstehen. Und in Neuheit des Lebens dürfen wir jetzt unseren Weg gehen. Und du sagst, Natta, das ist super, aber ich sündige doch noch. Und das war das dritte Problem. Ja, du hast noch die Sünde in dir. Und was ist die Lösung auch da? Die Sünde muss verurteilt werden, absolut. Und Gott hat es getan. Gott hat es getan, indem er diese Sünde, die in dir ist, verurteilt hat. Er sagt in Römer 8, Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt und hat die Sünde in dem Fleisch, das ist unsere Menschlichkeit, das ist das, was wir sind, was du hier siehst, er hat diese Sünde verurteilt. Was verurteilt ist, das wird nicht noch ein zweites Mal verurteilt. Das, was in dir drin ist, ist für immer, die Sache ist für immer erledigt. Gott hat das Negative weggetan, wie wir es gerade gesehen haben. Aber das wäre nicht alles. Alles ist geklärt für dich, wenn du an Jesus glaubst. Und jetzt ist es gerecht, dass Gott dir seinen Heiligen Geist geben kann. Der Heilige Geist würde nie Wohnung nehmen in jemanden, der noch schmutzig ist. Gott kann keine Sünde sehen. Und deswegen wird er nie in etwas reingehen, wo noch Sünde ist. Und trotzdem haben wir den Heiligen Geist bekommen. Wo? In unserem Geist. Der menschliche Geist und der Heilige Geist fusionieren in uns. Der Heilige Geist ist nicht in unserem Fleisch, da wohnt noch die Sünde, wie wir es gesehen haben. Aber im Geist sind wir schon eins mit ihm. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 8, die aber im Fleisch sind, die glauben, die ihre Identität im Fleisch haben, die vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Wir sind nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wie weit das geht, das sehen wir in 1. Korinther 6. Da steht das, Mann und Frau, die werden ein Fleisch sein. Zwei werden zu einem Fleisch werden. Und er sagt, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Seht ihr, wie weit das geht? Im Geist sind wir eins mit dem Heiligen Geist. Der Christ ist jetzt im Geist. Das bedeutet, seine ganze Person wird von dem Heiligen Geist charakterisiert. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Vorher waren wir komplett vom Fleisch charakterisiert. Das heißt, wir haben komplett natürlich gedacht. Heute mache ich das. Warum? Weil das mir weniger Schmerzen einbringt und meine Freude maximiert. Das ist, was der natürliche Mensch machen will. Und dementsprechend triffst du dann deine Entscheidung. Und wenn das gegen einen anderen Menschen, wenn das da im Konflikt ist, dann mache ich den halt fertig. Ja? Survival of the fittest. So funktioniert das auf der natürlichen Ebene. Und deswegen gibt es den ganzen Kampf und Streit und diese ganzen Sachen. Weil wir einfach natürlich denken. Aber jetzt sind wir nicht mehr im Fleisch. Wir denken so nicht mehr. Wir lassen uns leiten durch den Heiligen Geist, weil wir eins sind im Geist. Vielleicht um ein Beispiel zu bringen, ich habe das gestern auch gebracht, aber ich finde das sehr, sehr gut. Es hat mal jemand so spöttisch gesagt, okay, interessant, was du da sagst. Dann lass uns einfach mal ein Beispiel nehmen. Und zwar, da hat jemand eine Straftat begangen, ein Christ. Ja, sollte nicht passieren, aber nehmen wir mal an, jemand hat eine Straftat begangen, die ihn ins Gefängnis bringt. Und bevor er ins Gefängnis geht, da sagt er noch dem Richter, das war nicht ich, der das getan hat, sondern das war die Sünde in meinem Körper.
Und der Richter sagt, ein bisschen sarkastisch, okay, kein Problem, dann geht halt nur dein Körper ins Gefängnis. Das klingt jetzt so ein bisschen so, ja stimmt, das ist ein bisschen abgefahren irgendwie, wenn man sowas denkt. Eine komische Sichtweise. Nee, ist keine komische Sichtweise. Das ist genau die Wahrheit. Ein Christ in seiner Identität, in dem, was er ist, kann nicht ins Gefängnis gehen. So wahr ist das. Du lebst in einer neuen Welt, in einer Auferstehungswelt. Wir sind im Geist. Wenn wir beten, sind wir in den himmlischen Örtern. Weißt du, wo dein Leben ist? Kolosser 3. In Jesus Christus, in Gott. Da ist dein Leben. Und wirkliche Befreiung heißt, das zu verstehen, wer ich wirklich bin in meiner Identität. Ich hoffe, dass hier keiner sitzt, der noch gefangen ist in seinem Fleisch, der immer noch glaubt, eigentlich bin ich nur so ein natürlicher Mensch und ich habe so ein bisschen Jesus auch angenommen und laufe dem hinterher und versuche so mein Bestes zu geben. Dann ist die Botschaft, du bist im Geist. Und das ist gerecht, weil alles in dir gerichtet wurde und der Heilige Geist Wohnung in dir genommen hat. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. In dem Augenblick kommt Frieden in unsere Seele. Vielleicht noch ein Punkt. Man könnte denken, ja, aber Nata, predigst du jetzt nicht Verantwortungslosigkeit? Das war ja die Sünde, das war ja nicht ich. Nee, gar nicht. Gerade weil du im Geist bist, bist du doppelt verantwortlich. Zuvor warst du im Fleisch. Das bedeutet, du hast nur natürlich gedacht, du konntest ja nur sündigen. Aber jetzt haben wir die Wahl, und besser gesagt, wir haben die Aufgabe, durch den Geist zu leben. Wir können unseren Körper sehen. Wir haben jetzt verstanden sogar, dass die Sünde, die sich manchmal anfühlt, als wären wir das selbst, gar nicht wir selbst sind, aber du hast den Heiligen Geist und deswegen hast du die Aufgabe, durch den Heiligen Geist zu wandeln und nicht die Lust des Fleisches zu vollbringen. Wir haben die Kraft, nicht in uns selbst, aber durch den Heiligen Geist. Und deswegen sollen wir verantwortungsvoll leben. Der Apostel Paulus sagt, dass wir unseren Körper jetzt benutzen sollen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und wir können das durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehungen untereinander? Wir haben gesehen, was es jetzt bedeutet aufgrund von Gott, dass er alles getan hat für uns. Was bedeutet das in Bezug auf unser Miteinander? Das Werk der Gerechtigkeit, das wird auch Frieden sein in unseren Beziehungen, auch in der Gemeinde und mit Mitmenschen aus der Welt. Und es gibt ein Kapitel in der Bibel, das sehr stark darüber spricht, und zwar ist es Römer 14. Da steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, halt eben nicht dieser fleischliche, natürliche Bereich. Es ist nicht Essen und Trinken, es ist was? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Seht ihr die Reihenfolge? Zuerst kommt Gerechtigkeit, dann kommt Friede und dann kommt Freude. Und ich denke, die Priorität ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte das nochmal kurz zeigen in ein paar Bibelstellen, dass wir das wirklich verstehen, dass da eine Priorität ist. Weil ich glaube, dass wir die in unserem Leben als Christen umdrehen. Priorität in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. 2. Timotheus 2, 22. Die jugendlichen Begierde aber fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Markus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben ist erstens rein, dann friedsam. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart ein Gegenstand, nicht ein Gegenstand der Freude,
sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und die Frucht davon ist Frieden. Jakobus 3,18. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird aber denen gesät, die Frieden stiften. Zuerst die Gerechtigkeit, dann kommt der Rest. Wir haben gesehen, in Bezug auf Gott ist Gerechtigkeit etwas Wunderschönes. Aber es ist auch was Wunderschönes in unseren Beziehungen. Gerechtigkeit bedeutet nämlich, dass Gott den richtigen Platz bekommt. Im Gemeindeleben bedeutet das und auch in unserem Leben generell bedeutet das, dass wir uns leiten lassen von dem Heiligen Geist und seinem Wort. Dass der Heilige Geist und das Wort die Führung übernimmt. Was wäre das andere? Wir haben gesehen, Gerechtigkeit, Frieden und dann Freude. Manche wollen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und da haut der Heilige Geist ab. Warum? Wenn du Frieden willst, ohne Gerechtigkeit, dann musst du das mit Gesetz machen. Da musst du einfach Regeln aufstellen und da musst du einfach auch manchmal sagen, okay, da sprechen wir jetzt einfach nicht drüber. Hey Leute, wir wollen wirklich Frieden haben, ja? Hier kommt Frieden und so. Aber es sind Leute, die sagen, nee, ich würde das gerne geklärt haben, erstmal. Und was passiert dann? Freude? Nee, überhaupt nicht. Streit. Bitterkeit. Leute verlassen eine Gemeinde. Oder es gibt Leute, die sagen, hey, lass uns einfach mal Freude haben, Leute. Ja, wollen Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, lass uns mal darauf schauen. Okay, und wo führt das hin? Freude ohne Gerechtigkeit führt zu Gesetzlosigkeit. Wenn wir das nicht richtig haben, die Prioritäten, gehen wir entweder in die Gesetzlichkeit oder die Gesetzlosigkeit. Praktisch gesehen, wie können wir das umsetzen? Oder besser gesagt, wo sehen wir das in der Bibel? Mit dieser Gerechtigkeit, die gemacht wurde. Wir gehen vielleicht mal zur Urgemeinde hin, ja, wo wir alle herkommen. Apostelgeschichte. Da gibt es diesen Fall von Ananias und Sapphira. Und da steht in Apostelgeschichte 4, steht da, die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemein. Das ist Gerechtigkeit, das ist nämlich im Endeffekt der Fall. Wir haben alles in Christus. Ja? Die Sachen gehören uns alle in Christus. Und Gott hat aber auch uns allen als Verwalter gestellt. Ich spreche nicht gegen Privatbesitz. Aber die Sachen sind am richtigen Ort. Und es steht, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Wunderbar, so wollen wir Gemeinde haben. Ja? Und dann war da dieser Josef, der hat seinen Acker verkauft und er gibt das Geld den Aposteln. Es kommt Liebe noch weiter strömt und die sagen, ey, ich will noch mehr machen. Und dieser Josef, der geht noch drüber hinaus, muss er eigentlich nicht. Ja? Es ist nicht nur Gerechtigkeit, es ist auch Gnade. Er gibt seinen Acker und wunderbar. Und dann steht da, ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias und Sapphira, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Grundstück und schaffte von dem Erlös etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Das war jetzt Ungerechtigkeit. Das war eine Lüge. Und das ist, was eine Gemeinde lähmt. Was macht der Petrus? Der sagt nicht, ja gut, nicht so toll. Aber müssen wir weitermachen. Der Herr wird sich da irgendwie drum kümmern. Der sagt, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein? Ananias, es war völlig gerecht, dass du diesen Acker behältst. Das ist überhaupt kein Problem. Es war dein. Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Der Ananias, der wollte geistlichen Besitz, wie dieser Josef. Der hat seine materiellen Güter hat er benutzt, um geistlichen Gewinn zu ziehen. Das wollte der auch. Aber der wollte auf der anderen Seite auch so ein bisschen dieses Natürliche, das Fleischliche noch. Das wollte der einfach noch behalten. Und das ist nicht gerecht.
Paulus sagt, was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Und dann passiert es, da steht da, als Ananias diese Worte hörte, da fiel er hin und verschied. Und große Furcht kam auf alle, die es hörten. Und die jüngeren Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Das ist sehr ernst. Das ist sehr ernst. Aber es musste Gerechtigkeit hergestellt werden. Und hier musste so ein krasses Beispiel gezeigt werden, damit wir verstehen, dass wir es mit dem gleichen Gott zu tun haben wie im Alten Testament. Handelt Gott mit uns noch so? Nein, nicht mehr in dieser krassen Art und Weise. Auch wir müssen sterben, wenn wir sündigen. Wenn wir durch das Fleisch wandeln, wirst du sterben. Ja, du kannst dich nicht besaufen und glauben, dass da nichts passieren wird. Ja, wenn du das ständig machst, ein Alkoholiker wirst, dass du Drogen nimmst und so. Ich bin ja im Geist. Nee, du hast immer noch einen Körper. Und Gott, du wirst auch diese Konsequenzen deines natürlichen Lebens wirst du auch spüren. Aber hier musste das so sein, einfach nur um zu zeigen, Leute, die Sache ist noch genauso ernst wie im Alten Testament, aber es gibt was Wunderschönes. Und zwar herrscht jetzt die Gnade durch die Gerechtigkeit. Aber dieser Punkt muss erstmal klar sein. Die Gerechtigkeit bleibt genau gleich, wie im Alten Testament auch. Nur durch Jesus Christus ist uns Gerechtigkeit geworden. Aber lass uns das nicht irgendwie verrücken, diese Dinge. Zuerst muss Gerechtigkeit sein. Und was passiert dann, nachdem diese Gerechtigkeit hergestellt ist? Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und alle waren einmütig in der Säulenhalle Salomos. Es war wieder hergestellt. Es war wieder Frieden da, es war wieder Freude da. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk rühmte sie. Total komisch, dieser Satz. Aber es zeigt, dass die Leute gemerkt haben, bei denen ist die Furcht des Herrn. Da hat keiner gedacht, hey, ich mache da einfach so mit, weil das ist ja einfach cool. So, nee, hast du gehört, was da passiert ist? Ja. Und auf der anderen Seite rühmen sie aber Gott. Sehen, da ist aber Gott unter denen. Aber umso mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Wunderbar. Wäre diese Sache nicht geklärt worden, wäre das der Untergang gewesen von dieser Gemeinde. Wie viel Ungerechtigkeit lassen wir zu? Weil wir glauben, es ist besser, Frieden zu machen. Vielleicht besser, einfach über die Freude zu sprechen. Wie hat Gott mit uns gehandelt? In Gerechtigkeit. Und das war wunderschön. Und das war sehr, sehr gut. Wir kommen noch dazu, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Ein weiteres Beispiel, das war das zweite Problem, was aufkam in der Urgemeinde, Apostelgeschichte 6. Da steht, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Es gibt Wachstum, es geht vorwärts und der erste Angriff wurde abgewehrt. Jetzt kommt der zweite und zwar die Bedienung, das ist eigentlich eine ganz alltägliche Sache, da läuft ein bisschen was falsch. Und es ist keine Freude mehr da, es ist Murren, es ist kein Friede, sondern Streit. Die Witwen wurden übersehen. Das ist ungerecht, ist einfach so. Warum 1. Timotheus 5 sagt, dass wir die Witwen ehren sollen? Eine Ungerechtigkeit. Sie kriegen nicht das, was ihnen zusteht. Okay, aber da war eine viel größere Gefahr. Es ging dem Teufel überhaupt nicht um diese Witwen. Es ging ihm um die Apostel. Er wollte nämlich, dass die Apostel das sehen und sich sagen, hey, da ist ein Problem, wir mischen uns mal ein und fangen auch hier an zu bedienen und so weiter. Und das war nicht deren Job. Es war nicht der Job der Apostel, das Essen auszuteilen. Aber das wäre wunderschön gewesen, weil dann hätten die nicht mehr geistlich dienen können. Das ist, was der Teufel will. Und er benutzt unser Fleisch, dass wir darüber nachdenken, einfach natürlich, rationell, oh, hier muss was getan werden, zack, okay, dann mache ich das. Aber die Apostel sehen das, die sind geistlich, sie lassen sich den Geist leiten und sagen, nee, warte, Augenblick. Ja, Konnektion zu Gott, durch den Geist werden wir geleitet. Und die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Was ist die Lösung?
7 Brüder werden ausgesucht und dann durch den Heiligen Geist, die machen die Bedingung und die 12 Apostel können weiter das machen, wofür sie bestellt worden waren, von dem Heiligen Geist. Was ist das Resultat? Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wie bauen wir Gemeinde? Wie baut ihr Gemeinde hier in Kaiserslautern? Jeremia 22 sagt, wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut. Ich sage das nicht, weil ich hart sein will, sondern weil ich will, dass ihr wächst. Dass das Ding hier aus allen Nähten platzt. Dass Leute errettet werden in Kaiserslautern. Und das ist, was das Wort sagt, wie das vor sich gehen wird. Wie kann man das umsetzen? Wir haben jetzt die Gerechtigkeit gesehen und wir haben aber auch gesehen, dass bei Jesus Christus, so wie er mit uns gehandelt hat, dass er nicht einfach nur Gerechtigkeit hat walten lassen, weil gerecht wäre gewesen, dass wir alle sterben. Wir haben gesehen, dass der Römerbrief sagt, die Gnade, die herrscht durch die Gerechtigkeit. Gott hat es so gemacht, dass er gerecht sein muss, um uns zu vergeben. Wie können wir das machen in unserem Leben? Gnade ist kreativ. Und Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und ich möchte zum Schluss eine Geschichte von Jesus erzählen, wie Jesus das in seinem Leben umgesetzt hat. Und zwar ist es die Geschichte in Johannes 8. Da wird eine Frau im Ehebruch ergriffen. Und die Pharisäer kommen jetzt an, stellen die vor den Herrn Jesus und sagen, so, du guter, barmherziger Samariter. Im Ehebruch ergriffen. Na? Gerechtigkeit oder einfach Liebe? Wie teuflisch. Die ganze Situation war völlig ungerecht. Warum? Erstens, man versucht nicht Gott. Und sie versuchten ihn. Es war die erste Ungerechtigkeit. Und der Herr würde sich darum kümmern. Die zweite Ungerechtigkeit war, wo war denn der Kerl? Es ist interessant zu sehen, dass hier ältere Männer stehen. Die Älteren werden als erstes rausgehen. Es stehen hier ältere Männer und es steht hier eine Frau. Und in gesetzlichen Systemen werden sehr oft Frauen angegriffen. Schaut euch alle Religionen der Welt an. Frauen und jüngere Personen. Ältere Männer können öfters tun, was sie wollen, wenn die Gnade nicht herrscht und keine Gerechtigkeit da ist. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Da stehen sie also jetzt, diese älteren Männer. Da ist diese Frau und da ist der Meister, der in Gnade gekommen war. Und die Atmosphäre, kann man sich vorstellen, ist elektrisierend. Die stehen da und denken sich, okay, was wird der jetzt bitte schön machen? Wie regelt er das? Und ich kann mir vorstellen, wie der Jesus aufsteht und sich denkt, okay, ihr wollt Gerechtigkeit, dann fangen wir mal an mit der Gerechtigkeit. Aber was sie unterschätzen ist, dass die Gnade kreativ ist. Er nimmt jetzt quasi dieses Schwert dieser Justitia, ja, und richtet es auf sie. Und er setzt sich hin, also beugt sich nieder und fängt an zu schreiben mit seinem Finger. Wir wissen leider nicht, was er geschrieben hat, aber ich stelle es mir vor. Das steht nicht in der Bibel, aber ich stelle es mir vor. Er hat geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Der Finger, der das selbst geschrieben hatte, das Gesetz, schreibt hier auf dem Boden. Vielleicht haben sie es noch nicht verstanden. Und dann schreibt er, stelle ich mir so vor, Ahasja, Hillel, die Namen auf der Person.
Und die gucken auf den Boden und denken sich, was ist denn hier los? Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt hier mein Leben und meine ganzen Sünden plötzlich hier auf dem Bildschirm erscheinen würden. Und was machen die? Die rennen einfach nur raus. Jeder von uns und ich als allererste würden rausrennen, wenn wir jetzt plötzlich hier offenbar stehen würden. Und der Meister schreibt, und alle rennen sie raus, von dem Ältesten bis zum Jüngsten. Und wer bleibt übrig? Jesus und diese Frau. Und was passiert jetzt? Ist Gott gnädig? Ja, aber durch die Gerechtigkeit. Er steht auf und er sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, niemand. Es ist keiner mehr da. Es gibt keinen mehr, der anklagen kann. Und Jesus kann sagen, ja, dann wollen wir aber mal gerecht sein. Wer nicht angeklagt wird, der wird auch nicht verurteilt. Und die Gerechtigkeit strahlt. Und die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Wie wunderbar ist das? Es gab außerdem keine zwei Zeugen. Jesus konnte diese Frau nicht verurteilen. Er konnte Gnade walten lassen. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir. Und wie wollen wir uns inspirieren lassen? Dass wir schauen, wo in unserem Leben sind Pfade der Gnade. Wo wir nicht die Gerechtigkeit auf Seite legen müssen, aber wo wir gnädig sein können. Jetzt sagst du mir, das ist aber manchmal ziemlich kompliziert. Ich weiß, du musst es aber auch nicht machen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu tun. Und wir haben Jesus Christus, der uns zur Seite steht. Nicht nur als unser Vorbild, sondern als unser Leben. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wenn du das erleben willst, dann lebe durch ihn. Oh Leute, wie schön wäre das, wenn wirklich diese Gnade strahlen kann durch uns, beruhend auf Gerechtigkeit. Ich bin so froh, zum Abschluss, ich bin so froh, dass der Herr nicht in Gerechtigkeit nur mit mir gehandelt hat, sondern dass die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, ich hoffe, dass du sehen kannst, dass ja, da steht etwas gegen dich. Das ist die Gerechtigkeit. Aber Gott hat alles getan, damit du in Gnade zu ihm kommen kannst, dass du nicht bezahlen musst. Und wenn du Jesus Christus schon kennst, dann hoffe ich, dass du gesehen hast, dass Gnade und Gerechtigkeit nicht zwei Dinge sind, die sich gegenüberstehen, wo du wählen musst, sondern wo du kreativ, das heißt kreativ durch den Kreator, durch den Schöpfer, geleitet vom Heiligen Geist, Gnade herrschen lassen kannst. Durch Gerechtigkeit.